Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Mass Effect Andromeda. Afka sagt, sie brauchen einen Flug zur Schmiede. Je unauffälliger, desto besser. Ich kann keine Wunder vollbringen, werde aber mein Bestes geben. Sind Sie bereit? Gehen wir es an. Ich bin vollkommen bereit. Sind Sie sicher, dass Sie mich dabei haben wollen? Eine Außenstehende... Wird den Roker eine neue Perspektive aufzeigen. Folgen Sie mir einfach. Wir werden meine Familie zurückholen. Klar. Oh, hübsch hier. Ja, definitiv hübsch. Das Wasser. Wir wollen die Roker nicht alarmieren. Es wäre leichter, wenn wir wüssten, wo wir ihre Familie finden. Die Moschei bringt alle ihre Schüler zur Schmiede. Alter, ist das schön. Ich kenne mich aus. Das Govatan, ein Willkommenszentrum, liegt direkt vor uns. Boah, die Pflanzen. Oh Gott, ich muss das Gas. Oh, ich kann das nicht. Oh mein Gott, ist das geil. Ich hab Gänsehaut, so schön ist das gerade. Er ist verlassen. Der Govatan ist normalerweise voller Reisender. Afka hat gesagt, es gibt keinen Verkehr, rein oder raus. Das erklärt nicht, wo alle hin sind. Wo sind die Roker? Lasst euch nicht durch Freundlichkeit blenden. Hören Sie das? Schönen guten Tag. Sagt es, es waren alle. Waren es auch. Er muss... Alien! Angriff! Scheiße. Hoffentlich hat das keiner gehört. Sie haben zuerst geschossen. Wir mussten uns verteidigen. Erfasst? Was bedeutet das? Haben Sie sie zusammengetrieben? So viel zu leise und diskret. Sie haben uns keine Wahl gelassen. Kapitulation ist bei Roker keine Option. Wir müssen sie ausschalten. Ja, wo ist denn der Nächste hier? Bringt ihre Leichen zur Aktion. Da ist doch irgendwo einer. Roker, auf allen Seiten. Sie dürfen nicht durchkommen! Ich finde hier niemanden. Scharfschütze! Bereich gesichert. Irgendein Anzeichen von Ihrer Familie? Nein. Die Roker wissen, dass wir hier sind. Vielleicht lockt sie das raus. Verschlossen. Hoppala. Sam, irgendein Vorschlag? Ich orte unterirdisch eine elektrische Verkabelung, Pathfinder. Sie können ihr mit dem Scanner folgen. Mhm. So, damit müssten die... Angst vor den Aliens schüren und Wut anstacheln. Ein ganz altes Spiel. Aber er spielt nicht. Axul glaubt jedes Wort, das er sagt. Hinter diesen Türen befindet sich eine Brücke, die zu den Ruinen führt. Dort müsste meine Familie sein. Okay. Das war die Brücke. Mist! Die Roker wollten anscheinend nicht, dass wir diesen Weg nehmen. Wie kommen wir jetzt zu ihnen? Wir müssen runterspringen. Okay, bin ich. Boah, Alter. Und jetzt? Den Hügel rauf! Wir haben Gesellschaft, Scharfschützen! Sport machen hier, ey. Wir müssen eine erhöhte Position beziehen! Axul muss Verstärkung geschickt haben! Na komm her, Liebchen. Oh, ich muss mal stehen. Schaltet sie aus! Sie dürfen das Nest nicht erreichen! Sie sind im Vorteil! Erhöhte Position beziehen! Wo
Wo sind sie denn? Konzentration! Wir haben es fast geschafft! Zack, ich hab einen. Sind sie das? Ich zähle drei. Moment! Ich kenne diese Stimme. Lathul! Das sind sie. Hol Verstärkung! Lathul! Nicht! Warte! Das ist Jarl. Jarl, bist du das? So macht man das, wenn man sich lange nicht gesehen hat. Baranj, unsere Mütter schicken mich. Sie alle? Haben unsere Mütter auch diesen Menschen geschickt? Ja, Problem. Ich bin Ryder, Pathfinder der Initiative. Ich sollte sie auf der Stelle töten. Tevind, bitte. Warum schickten sie dich? Weil uns die Kett schon genug gekostet haben. Sie haben Angst, euch an diesen Wahnsinn zu verlieren. Aber, Jarl... Ich will, dass ihr meiner Freundin zuhört. Dann erkennt ihr, dass Axul falsch liegt. Zerrt mich da so hin, ey. Hallo? Wir wollen Frieden, gemeinsam sind wir stärker. Wir müssen gegen die Kett zusammenarbeiten. Wir sind jetzt hier und ich will, dass wir miteinander auskommen. Wen kümmert's? Die Angara wollen nichts von ihnen. Wir brauchen sie nicht. Jarl, unsere Mütter wollen, dass wir aufrecht leben. Gerade weil ich sie liebe, würde ich für unsere Sache sterben. Axul wird hier alles in die Luft sprengen. Deshalb hat er die Forscher weggeschickt. Ruhe. Er hat Bomben. Jetzt. Gestohlen von ihren Leuten. Wenn die hochgehen, wird es aussehen wie das Werk der Initiative. Wir müssen sie entschärfen. Ich bringe sie. Was? Die eigene Schwester? Bist du bescheuert? Was hast du getan? Tevind! Nein, nein, nein. Die Bomben. In der Schmiede. Mir geht's gut. Jarl, alles klar. Werden sie es schaffen? Ist schon tot. Ich hasse Axul. Doch nicht. Er darf nicht gewinnen. Alles klar. Ach, meine Nase juckt heute so, ey. Gut, dass sie hier sind. Sie Bomben finden. Ja. Wenn Axul bereit ist, die Schmiede zu sprengen, ist er zu allem fähig. Ich hab jetzt Bombenflirten. Er auftaucht. Ich weiß. Folgen wir ihnen. Ich hab jetzt Bombenflirten gelesen. Da ist er doch. Die Bomben sind bereits scharf. Wie viel Zeit haben wir? Höchstens ein paar Minuten. Okay. Weniger reden, mehr schießen! Warte, warte, warte. Ich mach das hier und ihr kümmert euch um die Feinde. Das ist eine gute Idee. Ab und zu nehme ich noch einen mit. Feindliches Shuttle im Anflug! Verdammt! Huch, da kam gerade einer geschlittert. Okay. Glauben Sie, Tevind hat sie gewarnt? Möglich. Saboteur am Boden! Okay, alle Bomben sind entschärft. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Roker kümmern. Läuft irgendwo Tier rum. Achten Sie auf die Säulen, sonst verlieren wir die Schmiede bei dem Versuch, sie zu retten. Ich hab's geschafft, yeah.
Ist ja jetzt auch kein... Joel! Joel! Ich habe Lathul getötet! Es tut mir so leid! Er ist nicht tot. Zu deinem Glück. Ich bin durchgedreht, Joel. Ich will nach Hause. Aber die Sache... Ich bin wegen dir dabei. Ich habe auf ihn geschossen. Verlass mich nicht. Lass sie gehen. Oh oh. Ich will nur Kämpfer, die hinter unserer Sache stehen. Keine Schwächlinge, die tatenlos zusehen, wie unser Volk vernichtet wird. Von Aliens. Sie rekrutieren Kinder und hetzen sie auf ihre Familie. Das ist krank. Genau wie sie. Ich spreche für unser Volk. Und ich sage, sie haben in Helios nichts verloren. Leider nicht. Los, machen Sie mich zum Märtyrer. Ich töte keine unbewaffneten Irren. Sie ziehen auf unsere Planeten. Sie stehlen unsere Ressourcen. Sie machen uns schwach. Ryder hat Planeten bewohnbar gemacht. Ja, und das werden sie uns nie vergessen. Sie hat unsere geliebte Moschei befreit. Ich weiß. Sie gerettet. Ich weiß. Hören Sie auf, sie zu ver... Die Moschei vertraut Ryder. Und... Genug. Wir haben die Falschen bekämpft. Vielleicht ist ja dieser Verräter der Feind. Ganz ruhig. Joel? Nicht. Oh Gott. Die Moschei vertraut Ryder. Sie sind eine Gefahr für ihr eigenes Volk. Gehen Sie. Oder ich töte Sie und entlarve den Widerstand als Verräter an uns. Oh mein Gott, er wird nicht sterben. Aber jetzt denken Sie nach. Gut, dass ich nicht geschossen habe. Nicht das Alien ist hier das Monster. Ich liebe mein Volk. Na los, bringen wir euch nach Hause. Alles okay? Ja, danke. Er tut so cool, so ja, vor alles okay. Mir hat gerade jemand fast so an der Schlange vorbeigeschossen und dann am Ende so. Oh. Oh. Gut, dass ich nicht geschossen habe. Es tut mir so leid, Lathul. Ich wollte nie... Hm. Du konntest mich nicht mal auf kurze Distanz töten. Na oh, ich glaube, das sind die Mütter. Sie sind da. Jetzt gibt's Drische. Geben wir Ihnen eine Minute. Danke, dass Sie mir vertraut haben. Axuls Tod hätte die Roka nur stärker gemacht. Er hat auf sie geschossen. Zum Glück. Dadurch hat er gezeigt, wie tief er schon gesunken war. Ich war wirklich besorgt. Das verheilt schon, wie alle Narben. Wir sollten zurückgehen. Ich möchte mich verabschieden, bevor meine Familie nach Hause zurückkehrt. Oh mein Gott, ist ja mal süß. Ai. ja. Das war's? Tatsache.
Ja, gut. Morty sieht aus wie Lexi. Von hinten. Oh mein Gott, war das witzig. Oh mein Gott, waren die beiden süß. No. Und dann blickt man der Wahrheit ins Auge und erkennt, dass es sowas nur in Spielen, Büchern, Filmen und in Märchen gibt. Ist eigentlich traurig. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Wem denn auch sonst? Jetzt kommt irgendwas. Phoebe hat gesagt, dass sie mit ihnen reden will. Ich wusste es. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich guck erstmal hier. Axol. Oh, Mensch. Blinder Hass ist ebenso gefährlich wie blindes Vertrauen. Ein altes angaranisches Sprichwort. Eines von vielen, die ich auf meinem Weg vergessen habe. Dies ist keine Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Alien ansehen kann, ohne Hass zu empfinden. Aber was ich Jaul angetan habe, war falsch. Daher muss ich es versuchen. Axul. Hm. Hey, Phoebe. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd. Aber egal. Ich sag's einfach ganz offen. Ich will Sie, Ryder. Ich will, dass wir mehr als Freunde oder Liebende sind. Ich will Bindungen. Alle Bindungen. Warum? Und wenn Sie nicht dasselbe wollen, kann ich mir gut vorstellen, wie unangenehm es wäre, mir das ins Gesicht zu sagen. Also sagen Sie es mir einfach nach dem Piep. Möchten Sie wirklich mit mir zusammen sein? So oder so. Wir treffen uns dann im Meetingraum, okay? Piep. Ich habe das ja gespeichert und ich sage jetzt erstmal ja, mache aber dann später nein. Ja, ich habe das gespeichert, definitiv. Ja, ich habe es gespeichert. Also, der Grund, warum ich Sie alle sprechen wollte... Oh, oh, haben Sie gemeutert und Ryder über Bord geworfen? Ah, oh, Pech gehabt. Sie ist gerade aufgetaucht. Sie hat mich tatsächlich überfallen, aber ich habe überlebt. Kein Opfer, kein Verbrechen, richtig? Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber seit ich hier bin, stehe ich ständig vor dem Absprung. Und, naja, damit ist es jetzt vorbei. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, dieser Familie. Und das war's auch schon. Okay. Das hat ja ganz schön gedauert, Kleine. Ja, Sie sind eine von uns, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Toll. Also bei mir herrscht das totale Chaos. Wer hilft mir beim Aufräumen? Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich mache gerade Eis. Bei den Angara ist heute Feiertag. Ich habe noch jede Menge Berichte zu schreiben. Ich helfe Liam mit dem Eis. Aber... Phoebe, ich will mit Ihnen zusammen sein. Nur mit Ihnen. Hui. Boah. Und jetzt will ich ganz schnell runter gucken, was da läuft. Für eins. Einer. Ich muss mir das merken. Zwei. Bevor Sie etwas sagen, keine Knutschereien. Was gibt's? Sie sind wirklich atemberaubend. Hören Sie damit auf. Zumindest in der Öffentlichkeit. Sie machen mich ganz verlegen. Das ist ja eine ganz neue Seite an Ihnen. Ich will Ihnen eben alle meine Seiten zeigen. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter.
Darauf können Sie wetten. Oh mein Gott, jetzt habe ich es voll die Wahl. Da passiert jetzt auch nichts, wenn ich jetzt runtergehe, oder? Oder passiert da jetzt was irgendwie so, wenn man so aufs Bett klickt? So sexmäßig so. Ich will jetzt Sex. Nein, passiert nicht. Tut mir leid, schade, Baby. Yep. Och, das war so süß. Aber ich will leider keine Beziehung mit dir. Ich will eine mit Charles. Oh oh. Dann war das der. Jetzt hat man das zumindest gesehen. Dann kann ich euch leider die Sexszene nicht zeigen. Aber ich habe letztens mit jemandem Kontakt auf YouTube. Die liebe Lumpengräfin ist das. Und die hat halt diese ganzen Romanzen von Mass Effect Andromeda, also alle Romanzen und alle verschiedenen Sequenzen hat sie aufgenommen und halt auf ihren Kanal bereitstehen. Aber ich verlinke sie am Ende des Let's Plays mal. Dann könnt ihr euch da halt die anderen Romanzen ansehen, wenn ihr sie selbst nicht spielt. Hey, Phoebe. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd. Aber egal. Ich sag's einfach ganz offen. Ich will Sie, Ryder. Ich will, dass wir mehr als Freunde oder Liebende sind. Ich will Bindungen. Alle Bindungen. Und wenn Sie nicht dasselbe wollen, kann ich mir gut vorstellen, wie unangenehm es wäre, mir das ins Gesicht zu sagen. Also sagen Sie es mir einfach nach dem Piep. Möchten Sie wirklich mit mir zusammen sein? So oder so. Wir treffen uns dann im Meetingraum, okay? Piep. Phoebe, lassen Sie uns einfach nur Freunde bleiben, okay? Das tut mir mal im Herzen weh. Der Grund, warum ich Sie alle sprechen wollte... Oh oh, haben Sie gemeutert und Ryder über Bord geworfen? Ah, Pech gehabt. Sie ist gerade aufgetaucht. Ich hätte nie gedacht, dass Phoebe jemals Schwierigkeiten haben könnte, zu Wort zu kommen. Vielleicht färbe ich ja auf die anderen ab. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber seit ich hier bin, stehe ich ständig vor dem Absprung. Und naja, damit ist es jetzt vorbei. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, dieser Familie. Und das war's auch schon. Okay. Das hat ja ganz schön gedauert, Kleine. Ja, Sie sind eine von uns, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Toll. Also bei mir herrscht das totale Chaos. Wer hilft mir beim Aufräumen? Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich mache gerade Eis. Bei den Angara ist heute Feiertag. Ich habe noch jede Menge Berichte zu schreiben. Ich helfe Liam mit dem Eis. Aber... Oh, das ist uns erspart geblieben. Oh je. Dann sprechen wir mal mit ihr, ob sie irgendwie traurig ist. Hi, was liegt an? Ne, man kann trotzdem noch mit ihr flirten. Wie geil ist das denn? Ich mag es, wenn sie mit mir flirten. Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig. Darauf können Sie wetten. Cool. Bläh. So. Genau, mit Joel. Der nicht da ist. Hat einer Joel gesehen?
Okay. Na, da hinten steht er ja. Hey. Hallo, meine ganz besondere Freundin. Was macht die Gesichtswunde? Die Narbe wird bestimmt sehr beeindruckend sein. Sie werden also noch mehr wie ein harter Kerl aussehen. Und noch anziehender für unsere weiblichen Freunde. Ohne Zweifel. Sie sehen doch, wie viele Dates Drac hat. Könnten Sie bleiben und noch weiter mit mir reden? No. Ich, habe ja nichts zu reden. Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Was hat Liam denn so rübergeluckt, so? Ja. Das weh's dann, ne? Ah, dann reisen wir noch nach Eos. Und dann geht's endlich weiter auf der Suche nach den Archon. Archon. Das Pythias-System, Heimat von Eos und Prodromos. Pythias. Liam hat ja was ganz Besonderes für uns alle arrangiert, ne? Nicht nur für mich und ihn. Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. So, wir müssen da hinten hin. Das ist es. Es wird bestimmt großartig. Oh Gott. Fußball? Ist das dein Ernst? Prodromos ist bereit für die Veranstaltung. Die Begegnung kann losgehen, Pathfinder. Zeit für Zivilklamotten. Es wird heiß. Toll, und ich schieße bestimmt mit Lederjacke. Nee, doch nicht. Wie haben Sie das hingekriegt? Ach, man braucht nur einen Ball und ein Feld. Hassel hat das früher in Flüchtlingslagern gemacht. Damals habe ich's nicht kapiert, aber nach dem Angriff hier und dem Scheiß mit Verans Rettung wollte ich etwas Einfaches probieren. Was denken Sie? Es tut den Leuten gut, mal nicht an all den Mist da draußen zu denken. Es ist mehr. Ich will sie nicht ablenken. Wie auch. Wenn es um Leben und Tod geht, kann man nie ganz abschalten. Aber hier stehen keine Leben auf dem Spiel. Sie sind hier, weil sie es wollen. Mir war nie klar, wie wichtig das ist. Vielleicht hören wir ja so auf, Fremde zu sein. Sehen Sie das? Freistoß wegen Foulspiels. So lernt man sich kennen. Was ist? Danke, Liam. Wofür? Sie haben viel mehr geleistet. Wenn Sie meinen. Na schön.
Gern geschehen. Na los, wollen wir mitspielen? Klar, der Pathfinder darf doch nicht fehlen. In Rüstung. Mal sehen, was sie drauf haben. Nicht viel. Ich bin total scheiße. Mit Waffen. In Rüstung mit Waffen. Schön, haben wir auch für dich. Ach, wir haben alles fertig. Das ist so schön. Oh, dieser ganze Sand hier, ey. Das ist so ätzend. Illaaden und Eos sind absolut nicht meine Planeten. Definitiv nicht. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. So Leute, ich sage willkommen zurück. Tschüss, bis zum nächsten Mal.